So, hallo Leute und willkommen wieder zurück bei Let's Play Banjo-Kazooie. Im vorigen Part habe ich die zweite Welt betreten, Treasure Trove Cove, und ich habe hier vorher nicht nur diese Riesenkrabbe besiegt, sondern auch einen von zwei Goldschätzen gefunden, die Captain Blubber gehören, und jetzt müssen wir hier noch reintauchen, um uns den zweiten Goldschatz zu holen. So. Und da ist er auch schon. Über langsam schwimmen. So. Und auch hier gibt es wieder noch ein paar Noten zu holen. Ja. Laber nicht. Irgendwie so ein Schwachsinn. Blabla. So. Und raus hier. Wieder auftauchen. So. Jetzt hört dieser rülpsende Captain hoffentlich gleich wieder auf mit seinem Geflänne. Das passt doch gar nicht zu einem Piraten. So. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nimm dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich! Ja. Und er belohnt uns mit einem Puzzleteil. Nummer 2. Genau zu sein. So, und jetzt gibt es hier auf dem Schiff natürlich auch noch Noten zu holen. Und rote Federn. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Ah ja. So. Schädel. Und... Hepp. Oh, Vorsicht. Ah ja, der Salty Hippo, so heißt dieses Schiff. Sollte man sich vielleicht auch merken. So, hier oben auf dem Mast ist der grüne Yin-Yo. Damit haben wir schon zwei. So, und jetzt lernt Kazooie endlich das Fliegen, was er sich so sehr gewünscht hat. Hey Hühnerbein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich, wurde aber auch Zeit, Würmer Freund. Es ist so leicht, sogar du Vogelhirn wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte und drück den A-Knopf. Es sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. So, und jetzt können wir immer diese Flugplatten benutzen, um zu fliegen. Und ich werde sie jetzt auch gleich verwenden, weil hier... Ja, um höher zu fliegen, das ist egal. Das sieht mich nicht. Hier drüben ist eine riesige, gefährliche Truhe, die ein Puzzleteil bewacht. Moment. So, das ist ein Set bei mir. So, und schnell reinspringen. Ah, hab ich dich. Die sind nämlich ziemlich gefährlich, wenn wir die berühren. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Ja klar, das gab's doch wohl selber nicht. Und diese blöde Yam-Yam-Muschel hier. Bam, einfach ungenietet. So, ich werde jetzt gleich mal zum... Wow. Ah, hier auf den Palmen gibt's ja auch Noten, genau. Natürlich werde ich auch hier wieder versuchen, alle 100 Noten zu sammeln, wie in jeder Welt. So. So. Brauche ich einen Bienenstock? Ich glaube nicht. So, hier drüben ist noch so eine blöde Muschel. So, tschüss. Okay. So. Hier lernen wir auch schon den zweiten Move. Den Supersprung. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimm Kazooie das in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truden ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halt den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier lernen konntet. Sehr schön. Ja, jetzt können wir das hier machen. Ah, ein Mumuschädel, cool. So, hier drüben gibt es nämlich dann auch ein Puzzleteil zu holen. Und der rosafarbene Yin-Yo wartet da drüben auf uns. So, fehlt nur noch Orange und Gelb. So, wow. Und Vorsicht. Bam. Und hier rauf. Und hier ist ein weiteres Puzzleteil. Na bitte, schon vier Puzzleteile, ist doch toll.
So, oh, Vorsicht. Autsch. Ja, Fallschaden nehmen wir natürlich auch. Schmackofatz. Das heißt, die Schmackofatz, oder? Die frisst unsere Eier und unsere Federn auf. So ein Mistvieh. So, ich wage mich zu erinnern, dass hier weit mehr... Genau, da ist eine leere Honigwabe. Wir müssen wieder mal auf diesen blöden Hai aufpassen. Ah, Bärenstrauß im Wasserbad. Das Rezept schicke ich an Duo weg. Das glaube ich weniger. So, schnell wieder zurück an Land. Kreuz von deiner Sicht, ich bin gleich da. Schon. Haha. Also man kann ihn mit blauen Eiern treffen. Schädel. Sehr schön. So, hier in den Truhen müssten, glaube ich, auch Noten sein. Genau. Mal einsammeln. So, kurz warten. Und Salto. So, sind hier auch Noten drin? Oh nö, aber ein paar rote Federn. Kann man auch brauchen. Wow, Vorsicht. So. Dann gehen wir mal zu diesem... Hier ist jetzt ein sonderbares X. Dann machen wir doch mal eine Stampfattacke drauf. Pam. Folge dem Pfeil, wenn du nach dem Gold strebst. So, so. Ein Schatz. Ja, gut, jetzt fliege ich erstmal aber hier runter. Hier gibt es mehr Noten und hier hinten für den ganzen schmalen Weg vorbei, wo wir noch ein Puzzleteil finden können. So, Moment, wow, Vorsicht. Schön über die... Verdammt, schnell raus. Der kriegt mich nicht. So, Moment. So. Und wieder rauf. Und hier wieder. Und da ist es schon. Jawohl. Sehr schön. So, hier irgendwo ist doch schon die zweite leere Honigwabe. Ist weiter dort drüben. Da muss ich jetzt leider bei dem Hai aufpassen. Und genau hier unten in der Ecke ganz fies versteckt. Also ganz schwer zu erreichen wegen dem Hai. Autsch. Lecker. Ey Mann, ich stehe nicht auf der Speisekarte. Wow. Wie viel zu haarig und zu fett. Okay, dann gehe ich halt jetzt hier lang. Das ist quasi der andere Weg, von dem ich vorhin gekommen bin. Was ist hier drin? Hm? Ah, blaue Eier, ne, die brauche ich nicht. So. Oh, hier auch ganz gefährlich ein paar Minuten. Ich brauche Energie, ich brauche Energie. Give me honey. Accept of money. Und noch mehr Noten. So, hier. Schädel. Sehr schön, noch einer. Also wie schon in einem vorigen Part erwähnt, ich werde sicher nicht alle Mumbo-Schädel des Spiels einsammeln können, weil ich sowieso nicht weiß, wie viele es insgesamt gibt. Aber ich werde natürlich so viele einsammeln wie möglich. So, jetzt... Hier hoch. Ah, da oben ist der orange Ninjo. So, okay, Moment. Und... So, ganz vorsichtig, nicht um. Der gelbe Inyo und hier in diesem Becken ist ganz unten noch ein Puzzleteil versteckt. Nummer 6. Sehr schön. Und hier sind jetzt wieder diese Leitern mit ganzen Noten, also mit vielen Noten. So, und, hier fällt man ziemlich leicht wieder runter. So, ich glaube, hier sind sogar zwei Mumbo-Schädel auf einmal drin. Das nenne ich cool. So, 10 habe ich schon wieder, sehr schön. Und noch mehr
Moment. 61. Komische Zahl, aber ich glaube, da habe ich jetzt alle soweit. Dürften keine mehr sein. Oh, ein extra Leben. Vorsicht. So. Hier sind wieder Noten, zwar auch ganz schön viele. Ich glaube, ich habe irgendwie das X übersehen, was da drüben ist. Moment, ah ja, da ist es. Das müssen wir nämlich jedes Mal wieder mit einer Stampfattacke aktivieren und irgendwann erscheint dann eine Schatztruhe, wo wir noch ein Puzzleteil bekommen. Und zack, genau. Die Pfeile zeigen uns immer, in welche Richtung wir fliegen müssen. Jetzt ist es da vorne. Ach, ich liebe diese Hintergrundmusik, die ist so, so stimmig, so, so angenehm. Vorsichtig öffnen, ich bin so kitzelig. Ja, ja, mach einfach diesen Trick hier. Und Puzzleteil Nummer 7. Sehr schön. Und ich weiß natürlich auch, wo die letzten drei sind. Und zwar gibt es hier eine kleine Sandburg, die unter Wasser steht. Mann! Was soll denn das, du blöde Muschel? Ich hasse Muscheln, die schmecken nicht mal gut. So. Und du bist kaputt. So, wir müssen nämlich uns hier auf diesen Vorsprung fallen lassen. Dann ist hier so ein kleiner Eimer. Ich tropfe. Können Bärenvogel mich mit einem Pfropfen stopfen? Natürlich. Zweimal blaue Eier reingepupst und das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser von den Bären ablassen. Jetzt können wir in die Sandburg hinein und da erwartet uns auch schon ein weiteres Puzzleteil. Und hier sind auch nochmal Noten. So, wunderbar. So. Hey du Pelzknäuel, löse mein Rätsel und du gewinnst deinen Preis. Ja, das Rätsel ist folgendes. Hier an der Wand steht Banjo-Kazooie und das müssen wir jetzt hier auf diesen Bodenplatten mit Stampfattacken buchstabieren. Und zwar innerhalb von 100 Sekunden. So ist das N, da ist das N. Vor allem diese Sandburg hat im Spiel noch einen weiteren Nutzen. Man kann nämlich in diesem Spiel cheaten. Aber das sind jetzt sozusagen Cheats, die wir erstmal freischalten müssen und die jetzt nicht wirklich was mit Schummeln zu tun haben, sondern die uns quasi dazu befähigen, mehr Eier und Federn zu tragen. Aber das, diese Cheats bekommt man erst im späteren Spielverlauf. So, wo ist das Z? Da ist das Z. So, O. So, irgendwo muss noch ein O sein. Da ist noch ein O. Kazooie. Und geschafft. So, jetzt greift das doch diese schwarze blöde Kabel hier an. Ja, du bist nämlich nicht zurecht. Du bist stirb. So, und Puzzleteil Nummer 8. Sehr schön. Okay,
Leute, dann werde ich auch diesen Part wieder mal beenden müssen. Es ist mal wieder soweit, aber wir sehen uns gleich wieder hier. Ciao, Leute.